Hallo, meine lieben Haplastik-Stammwirtosen, willkommen zu einem neuen Video meinerseits und heute mal wieder eine Preview, die dritte um diese Jahreszeit zu einer Themenreihe, die den meisten Lego-Fans am Herzen liegt. Und zwar ist es die Modulhaus-Serie, offiziell bekannt als Modular Building Series, jetzt meine ich, seitdem Lego diese 18-Plus-Schiene fährt, was auch immer. Wie ihr es im Titel gelesen habt, die 10278 Polizeistation wurde offiziell vorgestellt. Tatsächlich auch ein bisschen früher als jetzt die letzten Modulars, 2018, 2019, 2020. Tut jetzt aber auch wenig zur Sache. Wie immer mache ich jetzt hier eine kleine Preview, gehe durch die Fotos durch, sage ein bisschen was dazu, gebe meinen Senf dazu, was ich davon halte und was nicht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Vorab, ich befinde mich hier wieder auf stonewars.de, eine der besten Seiten, um halt News zu bekommen. Artikel ist auch in der Infobox verlinkt, falls ihr hier selber durchklicken wollt. Und wir fangen jetzt an. Wie gesagt, Set Nummer 10278. Es handelt sich um eine Polizeistation. Randinformation: Das Ganze hat 2923 Teile, 5 Minifiguren, 180 Euro, kostet 6,2 Cent pro Stein. 18 Plus und Modular Building Series, wie schon gerade eben gesagt. Wird es wie immer ab dem 1. Januar geben. Interessant finde ich, dass es hier 180 Euro kostet und 2900 Teile hat. Vergleich von vor 2 Jahren. Da hatten wir die Eckgarage, hat auch 180 UVP gekostet, hat 500 Teile weniger gehabt. Also das ist jetzt mit dem Preisanstieg, finde ich, auch ein deutlich, ja, mehr Value. Man kriegt mit dem Geld, was man zahlt, mehr Value raus. Also finde ich schon in Ordnung, dass die jetzt da 30 Euro mehr verlangen. Sind halt auch, wie gesagt, 500 Teile mehr. Das Ganze ist auf einer 32x32 Baseplate, wie eigentlich jedes andere Modular Building, aber man sieht es halt, es ist ein bisschen größer. Man sieht auch gleich noch in einem anderen Foto den Größenvergleich. Und ja, wir gehen jetzt hier mal durch die Fotos durch. Das ist halt dieses neue Boxart, halt hier immer dieser schwarze Hintergrund und unten dieses Banner aus Fliesen und Teilen. Dann sehen wir hier nochmal die ganzen Informationen, die ich gerade schon genannt habe. Ich muss sagen, ich finde dieses neue Box-Design eher langweilig, einfach weil, keine Ahnung, ich finde, sie haben die Boxen auch immer früher schön designt gehabt und dass sie das jetzt wirklich zwingend auf Erwachsene prägen wollen und dann so monoton gestalten, finde ich ein bisschen schade, aber ist jetzt auch eigentlich weniger schlimm, weil das, was zählt, ist der Inhalt und den gucken wir uns jetzt an. Hier noch kurz vorab die Rückseite und das ist auch dieser Größenvergleich, den ich gerade schon angesprochen habe. Hier haben wir die Buchhandlung aus dem letzten Jahr und daneben ist halt die Polizeistation. Und man sieht halt, dass es deutlich größer ist und da sieht man auch, wo sind die Teile hingegangen. Und dass man sieht auch, dass es schon so ein ziemlicher Würfel ist. Also es wird viel bebaut und es ist jetzt nicht so wie beim Diner, wo dann halt, keine Ahnung, so ein Viertel frei ist oder halt mit irgendwelchen Strukturen durchbaut. Also es ist schon ein massiver Klotz. Und das Ganze hat auch natürlich wie immer ein Innenleben. Das werden wir uns auch gleich noch angucken. Hier nochmal das Ganze ohne Box. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass 5 Figuren drin sind. Also ein bisschen zu wenig für mich. Wir haben ja hier einen Donutladen, wir haben hier einen Zeitungsstand und dann noch die Polizeiwache an sich. Und wir haben halt hier eine Donutverkäuferin und drei Polizisten und einen, ja, ich nenne jetzt mal Verbrecher, aber niemanden, der jetzt hier im Zeitungsstand steht. Sieht zumindest nicht so aus. Und ich finde, das Ding ist eigentlich maximal unterbesetzt. Also ich finde, da hätte man nochmal einen Polizisten mehr, nochmal irgendwie irgendeinen Typen in diesen Zeitungsstand reinstellen können und dann vielleicht noch irgendein ziviler Mensch, der da hier in der Polizeistation irgendwas klären will, Anzeige erstatten will, was weiß ich was. Also da hat man schon ein paar mehr Figuren dazu packen können, vor allem auch wenn es jetzt so ein größeres Set ist. Ja, haben sie jetzt nicht gemacht, bisschen schade. Hier sehen wir das Ganze jetzt aber auch nochmal von vorne und von der Seite aus einer bisschen, ja, näheren Perspektive und da springen einem schon interessante Bautechniken ins Bild. Zum Beispiel jetzt hier, wie sie das bei diesen, ja, diese Stuckarbeiten bei der Fensterbank finde ich eigentlich ganz cool. Dann sieht das auch eigentlich alles aus, als wären es Prints. Also die haben ja bei Modular Buildings, glaube ich, nie Aufkleber gehabt, wenn ich nicht täusche. Also das sind auch alles Prints, was ganz cool ist. Auch hier diese Donuts finde ich ziemlich nice. Und ja, ich finde auch, dass es harmoniert. Also dieses Light Lavender und die Ternfarben, das mag jetzt vielleicht auf den ersten, ja, wenn man es hört, komisch wirken, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, auch mit diesen weißen Stuckarbeiten nebendran und dann hier noch dieses bisschen ältere Gebäude nebendran. Also es gefällt mir einfach ziemlich gut. Erinnert mich persönlich auch ein bisschen an Brooklyn Nine-Nine, da sah die Polizeiwache auch so ähnlich aus. Wird vielleicht auch ein Kaufgrund für einige sein. Ja, und dann auch hier so Ranken, die sich an der hier Hauswand entlang schlingen.
Und ich meine, das ist einfach schön gemacht. Also, ich finde, man kann drauf gucken, es wird einem nicht langweilig. Wenn man das jetzt vergleicht mit hier, mit der Buchhandlung vom letzten Jahr, die ist ja einfach nur glatt. Das gleiche auch noch oben, ist halt ein bisschen langweilig. Und wenn man jetzt mal nach hier guckt, hier hat man wirklich Action, in Anführungszeichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, es gefällt mir ziemlich gut. Kann ich nicht meckern. Und ja, dann hat man hier nochmal gut das ganze Foto ohne ja, den Hintergrund. Dann haben wir jetzt hier die erste Etage. Ich finde es auch cool, dass das Ganze angehoben ist. Also geht man jetzt hier 3 Stufen hoch. Das sind insgesamt 2 Bricks hoch. Also 6 Plates. Und jetzt sieht man hier jetzt erstmal eine Treppe. Was ich schade finde, ist, man hat wirklich wenige Detailfotos. Also man kriegt nur Ideen des Innenraums, aber man sieht es jetzt nicht wirklich, habe ich zumindest das Gefühl. So ein bisschen ärgerlich, aber ja, ich würde mal wetten, dass hier da wahrscheinlich irgend so ein Tisch ist mit einer Rezeption oder irgendwie Wartebereich. Hier ist anscheinend auch noch was. Ich weiß, das sieht jetzt nach Zelle aus, aber normalerweise ist das ja jetzt nicht im Erdgeschoss. Deswegen bin ich mal gespannt, was da drin ist. Und hier unten ist dann der Donutladen, der ein bisschen mager eingerichtet ist, finde ich. Also man hätte hier auf jeden Fall auch an die Seite Regale machen können, wo halt, keine Ahnung, noch Kekse oder so drin liegen. Ne? Also man hat hier erstmal diese Auslage, aber an die Wand hätte man auch noch was machen können. Sieht sonst so von der Perspektive jetzt ein bisschen leer aus. Und auch hier in dieser Feuerwache hätte man vielleicht mal ein Bild hinhängen können oder irgendeine Art Zeitungsausschnitt, was weiß ich was. Also was halt in der Polizeiwache rumhängt, halt, anstatt einfach die Wände leer zu lassen. Dann haben wir hier die mittlere Etage, da sehen wir auch gleich noch ein Detailfoto von. Ist jetzt so ein bisschen schwierig da reinzugucken. Aber da ist auf jeden Fall so eine Art, nochmal so eine Art Tisch, ein Schreibtisch. Und hier ist dann die Ecke, wo Fotos gemacht werden können für Täter. Dann wird hier vermutlich wieder so eine obligatorische Wohnung sein für die Donut-Shop-Verkäuferin, also die Donut-Verkäuferin aus dem Donut-Shop. Sieht zumindest so aus für mich. Also ich sehe jetzt auch von außen keine wirklichen Details. Und deswegen kann ich halt nur mutmaßen. Dann haben wir hier die oberste Etage. Das sieht aus nach einem Büro, würde ich behaupten. Also wir haben hier auch so wahrscheinlich irgendwelche Polizeimarken, die an die Wand geheftet wurden. Hier noch so eine Werbung, die so ähnlich ist wie bei der Sesamstraße. Ich bin mal gespannt, ob das Prints sind oder Aufkleber. Finde ich mal interessant. Ich glaube, das ist auch so eine leichte Anspielung an das Modular Steinebank, wo auch ein Waschsalon dabei ist. Und ich glaube, der hieß genauso wie ja, der hier beschrieben wird. Oder ob das, ich weiß nicht, ob das nur ein Waschmittel ist, ich weiß es nicht, aber erinnert vielleicht so ein bisschen an diesen Waschsalon, den es mal gab vor 3 Jahren. Mit der Steinebank halt. Ja, da haben wir hier halt noch ein Dach. Ob da jetzt was drin ist, wage ich zu bezweifeln. Hier oben haben wir halt nur noch das Dachstück vom Donut Shop. Und dann hier noch das Dachstück von der Polizeiwache, auch mit so einer Art Funkmast. Ja, dann haben wir hier noch ein paar andere Detailfotos. Also ich finde das eigentlich ganz schön gemacht. Ich würde jetzt tatsächlich wetten, dass hier unten dann die Zelle drin ist, weil wir die auf den anderen Fotos bis jetzt noch nicht so wirklich raussehen konnten. Deswegen würde ich einfach mal wetten, dass die da drin ist. Hier nochmal den Zeitungsstand, den wir dann ein bisschen besser sehen. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Kann ich mir jetzt nicht besser vorstellen. Kann ich nicht meckern. Finde ich eigentlich ganz nice. Und ja, hier die Rückseite, die ist dann ein bisschen langweiliger, aber wir haben jetzt hier wie beim Detektivbüro wieder so eine Art Wasserspeicher oben drauf stehen. Und ja, hier noch so ein paar kleine Details, jetzt mal hier so ein Riss in der Wand bei der Polizeiwache oder halt hier so Leitern, die hier hochgehen. Ja, ich bin mal gespannt, was das ist. Es sieht jetzt auch gerade so nicht so aus, als könnte man hinten irgendwie eine Treppe hochgehen. Also die Leiter zähle ich jetzt mal nicht mit. Deswegen würde ich vielleicht wetten, dass es doch noch zur Polizeistation gehört und irgendwie ein Zwischenraum ist. Ich hoffe mal, dass man das gleich so ein bisschen sehen kann. Hier sieht man es jetzt nicht, obwohl er auch da gerade drin steht in der Tür. Ja, gut, dann hier so ein paar langweilige Fotos. Hier, ja, so ein polizeimäßig eingerichteter Raum. Eine Schreibmaschine, so ein klassisches Pinboard, wo man irgendwas ermittelt und irgendwelche Verbindungen mit etwas zu etwas anderem knüpft. Also wer einen Polizeifilm gesehen hat, der weiß, was das ist. Finde ich ganz cool gemacht, auch mit dem Gummi. Also hätte ich mir jetzt persönlich nicht besser vorstellen können, es sei denn, man hätte es halt durch einen Print realisiert. Aber so finde ich das eigentlich ziemlich cool gemacht. Und ich finde, das zeigt wieder, wie kreativ die Designer an einigen Stellen sind. Ja, die Schreibmaschine finde ich auch ganz cool. Sieht auch nach einem Print aus. Das heißt, wir haben jetzt auch einen neuen Print für SOAS. Ist vielleicht eine Anspielung auf das kommende Ideaset. Dieses super Schreibmaschinen-Set. Ich bin richtig gehypt.
Ja, aber sonst ist es eigentlich ganz cool eingerichtet. Dann haben wir hier eine Zelle und aufgrund der Tatsache, dass das jetzt, dass der da einen Donut rausangelt, würde ich wetten, dass das der Raum ist, der über dem Donut-Shop ist. Was dagegen spricht, ist, dass die Wand grau, tannfarben ist und nicht Light Lavender. Aber ich denke, das werden wir mal sehen, wenn wir noch bessere Detailfotos haben oder was weiß ich was. Also da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das noch offenbart wird. Hier haben wir die Fotowand, die ich gerade schon angesprochen habe, mal von innen. Ich finde, da hätten sie tatsächlich eine richtige große Fliese bedrucken können. Also so eine 4x4 oder so eine 4x6 Fliese mit diesen Größenangaben. Weil jetzt weiß man, was es ist. Aber ich finde, da hätten sie halt wirklich noch, keine Ahnung, dass er Geld in die Hand nehmen können und dann woanders was weglassen können an Prints. Also ich hätte jetzt zum Beispiel den Schreibmaschinenprint nicht so sehr gebraucht, wie zum Beispiel hier jetzt diese Wand. Also hätte ich jetzt cooler gefunden, haben sie jetzt nicht gemacht, ist ein bisschen schade, aber naja, was will man machen? Hier sehen wir nochmal die Zelle von einer anderen Perspektive. Die sieht aber auch irgendwie anders aus. Die hat jetzt eine grüne Wand im Hintergrund, also vielleicht sind es auch zwei Zellen oder vielleicht ist auch hier das da, was wir gerade gesehen haben, eher so ein Versteck, wo der Räuber wohnt, halt direkt über dem Donut Shop. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Und ja, dann hier noch ein Telefon. Das sind halt alles so ganz, ganz kleine Aufnahmen und man sieht halt ziemlich wenig. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich denke, die ersten Reviews nächstes Jahr werden das dann schon offenbaren. Hier haben wir nochmal die Figuren. Ja, drei Polizisten, also zwei Polizisten, eine Polizistin, ein Räuber und eine Donut-Verkäuferin, die glücklich ist mit dem, was sie macht. Und ja, Polizisten finde ich ziemlich cool. Ich glaube, das sind alles neue Designs für die Torsos. Das ist sogar so ein höherrangiger Torso. Und dann hier die normalen Officer. Also ich kenne mich jetzt nicht mit der Polizeirangordnung aus, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sind, meine ich, auch die gleich, oder ich glaube, die sind relativ ähnlich zu denen, die es letztes Jahr in der Pick-a-Minifigure-Wand gab im Lego-Shop. Also da kann man sich ja auch dauernd Polizisten und sowas rausnehmen. Sind jetzt wahrscheinlich nicht die gleichen Uniformen, aber das wäre halt eine Möglichkeit, damit ihr dann noch mehr Polizisten ins Haus reinkriegt, damit es ein bisschen belebter ist. Für die, die einen Lego-Shop in der Nähe haben oder ihr macht es halt über Pick-a-Brick online. Ja, aber sonst war es das. Jetzt haben wir hier noch die Lifestyle-Fotos. Können wir jetzt ganz schnell durchgehen. Vielleicht haben wir ein Foto, wo es auch auf den Boden geworfen wurde. Da ist es. Ja, ist halt immer das Gleiche. Hier können wir jetzt so ein bisschen besser reingucken. Das machen wir doch mal direkt. Jetzt habe ich eins übersprungen. So, gehen wir mal von unten nach oben. Hier haben wir den Eingangsbereich. Und das ist, ja gut, ist so, wie ich es gesagt habe. Hier ist eine kleine Zelle, auch mit so einem Mini-Klo. Hier ist die Rezeption. Hier ist ein Wasserspender. Und hier anscheinend noch irgendeine Art Uhr. Hier haben wir einen Donutladen und der ist tatsächlich auf der anderen Seite recht mager eingerichtet, wie ich finde. Also nur eine Theke und halt hinten die Auslage. Ich finde, da hat auf jeden Fall noch was in die Seite gekonnt, damit das halt ein bisschen voller aussieht. Vor allem, weil es auch so hohe Wände hat, ist es halt, keine Ahnung, wirkt ein bisschen doof, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ganz cool finde ich auch, by the way, hier diese Büsche, die davor gebaut wurden, die mit diesen neuen Zahnrädern gemacht sind, die aufeinander gesteckt sind. Das ist eigentlich ganz witzig. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Dann haben wir hier die mittlere Etage. Und okay, gut, das ist jetzt so, wie ich es gerade gemutmaßt habe. Das ist dann so ein Räuberversteck, so eine Mini-Wohnung. Da hat er hier so einen kaputten Teppich. Sieht zumindest so aus. Hier das Bett, wo er, wenn das aufklappt, den Donut rausangeln kann. Dann hier so eine kleine ja, Kochecke. Hier haben, bei der Polizeiwache haben wir hier einen Schreibtisch. Dann wahrscheinlich noch hier irgendwas für Sekretärin oder was weiß ich was. Hier dann diese Wand, die wir gerade gesehen haben. Und hier das, wo man die Fotos macht. Und jetzt bin ich außerdem noch mal eins weitergegangen. Gucken wir uns die oberste Etage an. Da haben wir hier wahrscheinlich das Zimmer, wo man dann, wenn man eine Anzeige erstattet, mit dem Officer oder sowas redet. Ein eigenes Klo. Hier noch den Treppenaufgang. Und ja, gut, hier ist dann wahrscheinlich, wie gesagt, nichts drin. Ist in Ordnung eingerichtet. Ich meine, die meisten von euch werden das in ihre Stadt stellen oder in die Vitrine. Die juckt es dann auch nicht mehr, ob, keine Ahnung, da 50 Details drin sind oder 30. Deswegen ist das jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, aber ja, gut. Hätte man wie gesagt machen können. Ist aber trotzdem eigentlich ganz nett geworden, finde ich. Also deutlich schöner als die Buchhandlung an einigen Stellen, weil die ja schon wirklich mager eingerichtet war ab und zu. Deswegen muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz nice. Hier noch ein paar weitere Lifestyle-Fotos von irgendeiner Frau, die damit liebäugelt mit dem Set. Kennt man ja von den aktuellen
großen Sets, die jetzt vorgestellt werden, dass da irgendwelche Leute daran rumfingern. Hier sehen wir nochmal diese Ranke, die sich da rumwickelt. Und ich finde, die ist auch ziemlich schön gemacht. Das sieht auch irgendwie so aus, als wäre das über irgendwie diese flexiblen Ropes gelöst. Kann ich aber erst sagen, wenn man es halt aufgebaut gesehen hat. Also da will ich jetzt auch nicht weiter mutmaßen. Sonst finde ich es aber ziemlich schön. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell durch die Fotos durch. Hier sehen wir jetzt noch, was hier neu ist. Auch gerade hier diese Bücher, die ich geoutpointet habe. Dann hier noch die Prints. Und ja, gut, das war's. Wir sind tatsächlich jetzt durch mit den ganzen Fotos. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, mir gefällt es ziemlich gut. Ich habe gehofft, dass es mir nicht gut gefällt, damit ich es mir nicht kaufen muss. Aber doch, es gefällt mir ziemlich gut und ich glaube, dafür werde ich auch noch Platz in meiner Stadt machen. Also da kann ich echt nicht meckern, haben die einen guten Job gemacht. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht? Alles in die Kommentare hauen, dafür sind sie ja da. Und sonst würde ich mich noch über eine positive Bewertung des Videos freuen, über ein Abonnement des Kanals, über, keine Ahnung, jeden Kommentar. Und wenn ihr vielleicht auch noch in den Discords vorbeischauen würdet, in den Steinelfreunde-Discord oder im Brickventures-Discord, würde uns das auch freuen. Da kann man nämlich abends immer mit dem Text- und Sprachchat in Kontakt treten und quatschen. Und ja, sonst war's das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war unterhaltsam und informativ zugleich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.